Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal Sonne tanken. Und hier oben seht ihr schon die ersten Module. Wir gehen gleich hier im Video noch konkret darauf ein, wie viele Module installiert sind, denn wir haben hier ein Ost-West-Dach und ich werde gleich im Gespräch mit Wolfgang hier, dessen Anlage das ist, auf die Anlage eingehen, genaue Fakten nennen, warum hat er sich für die Anlage entschieden, was hat das gekostet, warum dieser Speicher, den er hat und was betreibt er damit eigentlich, wie kommt er hier über die Runden. Ich habe jetzt schon fast 4000 Kilowatt erzeugt oder okay. 3000 noch was. Okay. Und 6 habe ich angepeilt. Okay. Und wir haben Mai. Und mit der Westanlage hat man halt auch in den Abendstunden noch Strom. Und du hast ja sogar auch noch einen Speicher, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Nils, der Verfasser dieses Videos, der hat ja auch die Überschrift seiner Videos Sonne tanken, heißt sie. Und das habe ich mir auch zu eigen gemacht. Also, wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran. Wenn dich solche Themen generell interessieren, dann lass mir gerne ein Abo hier und einen Daumen, wenn dir das Video gefallen hat. Jetzt viel Spaß im Video. Ja, hier stehe ich mit Wolfgang, dessen Anlage ihr hier im Hintergrund seht. Da oben sind die Module hier auf der Westseite. Und mit Wolfgang möchte ich jetzt ein bisschen darüber schnacken, was er hier installiert hat, warum er es installiert hat, was er damit betreibt und da ein bisschen ins Gespräch kommen. Und du hast schon erzählt, du hast 11, wie viel Kilowatt? 11,47 Kilowatt Peak. Ja. Und habe rein rechnerisch ins Auge gefasst, da rund 6000 Kilowatt Strom mit zu erzeugen. Im Jahr dann? Im Jahr. Wobei 4000 für den 4-Personen-Haushalt anzusetzen sind und weitere 2000 für mein neu dazu gekauftes Hybridfahrzeug. Okay. Das ist so eine reine Vorauskalkulation. Die Anlage ist in Betrieb gegangen am 7.10.2021. Ja. Und ich habe das jetzt alles rein rechnerisch bis jetzt ergründet. Aber wenn ich mir meine Statistik der letzten Monate angucke oder beziehungsweise seit der Inbetriebnahmezeit, liege ich, glaube ich, mit meiner Vorabkalkulation ganz richtig. Ja. Hast du das selber kalkuliert oder kalkulieren lassen? Das habe ich selber kalkuliert und habe das dann aber parallel auch nochmal von der Firma kalkulieren lassen. Und das überschnitt sich dann ganz gut? Das überschnitt sich ganz gut, wobei ich dazu sagen muss, ich von Beruf gelernter Elektroniker bin und habe mein Leben lang mit Batterien und mit Stromerzeugung, mit Stromverbrauch und sonstigen Dingen gerechnet und für mich ist das also und gearbeitet und für mich sind das alles optisch gut vorstellbare Größen, wenn wir da über Kilowatt Peak oder über Stromverbrauch im Jahr und so weiter und so fort reden. Das kannst du also, hast du auch sowieso wahrscheinlich vorher schon im Blick gehabt, wie viel Kilowattstunden brauche ich pro Jahr. Und das ist ja bei vielen erstmal immer unklar, was brauche ich denn eigentlich? Genau. Wie groß installiere ich meine Anlage? Habe ich auch schon ein paar Videos zu gemacht, weil das immer so Fragen sind, die die Leute interessieren. Du hast jetzt ja hier eine Ost-West-Anlage. Genau. Kannst du kurz sagen, welche Module du hast und wie viele du auf welche Seite installiert hast? Ja, ich habe insgesamt 31 Module, wobei ich rechnerisch herausgefunden habe, und zwar mit der App SunnyTrack, die also auch im Play Store zu erwerben ist. Mit SunnyTrack kann man sich über GPS orten lassen, kriegt seine eigene Dachfläche angezeigt und kriegt dann die Sonnenstand Zeiten mit Uhrzeit auf seinem Dach genau angezeigt. Ja. Und so konnte ich quasi minutengenau ermitteln, wie lange die Standzeit im Osten und wie lange die Standzeit im Westen ist. Okay, und danach hast du dann entschieden? Danach habe ich entschieden. Und da die Standzeit im Westen höher ist wie im Osten, habe ich dann rein rechnerisch entschieden, 14 Module im Osten zu bauen oder bauen zu lassen und 17 Module im Westen. Okay. Und kann jetzt schon aus Erfahrung sagen, dass das von vornherein die richtige Entscheidung war, weil tatsächlich die Standzeit hier länger ist und ich dadurch einen wesentlich höheren Wirkungsgrad der Anlage habe. Ja, toll. Also die Daten, die gucken wir uns gleich auch mal an. Wolfgang hat schon das iPad hier dabei. Da können wir gleich also mal live zeigen, was hier gerade vom Dach kommt an Leistung. Und es ist gerade auch richtig knackig warm. Wir haben ja jetzt den 21. Mai und da kommt schon richtig Leistung vom Dach, ne? Da können wir gleich mal drauf gucken. Welche Module hast du denn genommen? Wolfgang hat insgesamt 31 Module installiert, und zwar der Firma Vineco. Die haben jeweils 370 Watt Peak Leistung, sind also Hochleistungsmodule, sind monokristallin. Und er hat somit insgesamt 11,47 Kilowatt Peak auf dem Dach installiert, hat sich dafür entschieden, weil die einerseits optisch und von der Leistung gut zu seinen Ansprüchen passten. Weißt du, welche Dachneigung du hast? Ich habe eine Dachneigung von idealen 45 Grad. Okay. Warum ideal? Können wir kurz vielleicht noch drauf eingehen. Ideale Dachneigung, weil der Winkel dann für die Einstrahlung der Sonne eine große Rolle spielt von der Effizienz der Module dann. Und da hast du also eine gute Dachfläche hier,
weil das ja je nach Winter- bzw. Sommerlage ein anderer Winkel ist, in dem die Sonne verläuft. Und 45 ist ein ganz gutes Mittelding, ne? Ja, 45 ist an sich sogar planerisch die optimale Dachneigung. Und wobei ich dann im Nachhinein auch feststellen muss, und auch alle, für die daran interessiert sind, deren Dächer oder deren Dach Ost-West-Richtung zeigt, es ist tatsächlich effizienter, als wenn sie rein nach Süden zeigen würde, weil ich tatsächlich vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang die Energie auf den Modulen wahrnehmen kann und habe kontinuierlich auch für den täglichen Verbrauch immer eine gewisse Größe, ohne dass ich die Netzbetreiber um einen Zusatzstrom dazu anheuern muss. Ja, das ist ein Riesenvorteil, den du ansprichst, weil viele Menschen sind ja tagsüber unterwegs und dann sind sie am Abend zu Hause und haben aber zum Beispiel nur eine Südanlage, aber keinen Strom mehr, weil es am Abend dann einfach die Sonne nicht mehr da ist, um die Leistung zu erzeugen, die man am Abend braucht. Und mit der Westanlage hat man halt auch in den Abendstunden noch Strom. Und du hast ja sogar auch noch einen Speicher, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ja. Aber so hast du über den ganzen Tag verteilt die Stromproduktion und nicht nur eine Spitzenzeit zur Mittagszeit auf der Südfläche, die unter Umständen gar nicht abgenommen werden kann. Genau. Und dann auch noch abgeregelt werden muss. Also die Anlagen werden dann abgeregelt auf 70% zum Teil oder sogar 50%. Und das ist natürlich schade. Da hat man eine Installation oder eine Anlage installiert, die man nicht komplett ausschöpfen kann. Ne? Genau. Und ich habe jetzt so aus eigenem Erfahrungsbericht vom Sofa aus kontrollierend mit der entsprechenden App auch abends um 19.30 Uhr bis 20 Uhr immer noch zwischen 1 und 2 und sogar bis zu 3 Kilowatt Stromertrag. Okay. Ja. Und bin damit 100% autark. Ja, ich bin total gespannt, da gleich mal auf die Zahlen zu gucken auch. Also vom Monat Mai zum Beispiel können wir mal beispielhaft anschauen, was hier produziert wird und wie die Tagesproduktionen dann so aussehen bei so einem schönen Tag dann. Ja, ich kann also rückwirkend schon mal sagen, weil ich das ja täglich auch kontrolliere. Also in der Vergangenheit, wo wir ja im Mai wirklich über Sonnenstunden verwöhnt wurden, da lag meine Leistung immer so um die 60 Kilowatt pro Tag. Okay, 60 Kilowattstunden am Tag, das ist ja schon eine ganz schöne Menge. 60 Kilowattstunden am Tag, die ich erzeugt habe. Und um so mal rein zum Verständnis, das Autoladen und der Verbrauch im Haus lag dann ungefähr bei 15 Kilowatt. Ja. Das heißt, 45 Kilowatt habe ich ins Netz gespeist, beziehungsweise dann auch in meine eigene Cloud. Ja. Oder auch in dem im Keller befindlichen Speicher, der auch über 10 Kilowattstunden Kapazität verfügt. Okay, 10 Kilowattstunden, den gucken wir uns gleich mal an, was das für ein Gerät ist. Finde ich nämlich ganz interessant. Da gibt es ja einen Riesenmarkt und ganz viele fragen immer, welcher Speicher, welcher macht den Sinn, eine Cloud oder nicht. Und darauf kommen wir dann auch gleich gerne nochmal zu sprechen, warum du dich für diesen Speicher entschieden hast und für welche Cloud und was dann die Beweggründe waren. Also hier auf der Ostseite, im Hintergrund seht ihr das da, sind nochmal 14 Module installiert und deshalb insgesamt dann die Leistung von 11,47 Kilowatt Peak auf beiden Dächern verteilt. Und das ist natürlich bei der Morgensonne dann super, da nimmt Wolfgang hier schon ordentlich Leistung mit und dann am Abend auf der Westseite mit den 17 Modulen dann auch nochmal. Naja, und auf jeden Fall kann ich nochmal ergänzend dazu sagen, kann man so ein bisschen seinen Lebensrhythmus tatsächlich danach gestalten. Ja. Das heißt also, wenn ich meine Anlage kontrolliere und sehe, dass ich genug Energie vom Dach bekomme, dann schalte ich tatsächlich meine elektrischen Großverbraucher ein. Sprich, es wird Kochwäsche gemacht, die also 2,5 Kilowatt benötigt. Ja. Und wenn ich 3 Kilowatt vom Dach bekomme, dann habe ich meine Wäsche zum Nulltarif gewaschen. Ja. Und so steuere ich meinen ganzen Lebensrhythmus so ein bisschen. Und Nils, der Verfasser dieses Videos, der hat ja auch die Überschrift seiner Videos Sonne tanken, heißt sie. Und das habe ich mir auch zu eigen gemacht. Und wenn ich mein Hybridauto, was ich auch habe, wenn ich die Batterie dort leer gefahren habe und komme nach Hause und kontrolliere den Ertrag, dann wird tatsächlich Sonne getankt. Ja. Dann kontrolliere ich, liefern die mir die Module den Anschlusswert meines Ladegerätes, der liegt so bei 3 Kilowatt. Und wenn ich meine 3 Kilowatt vom Dach erhalte, dann wird Sonne getankt. Ja, und sauberer kannst du nicht fahren, ne? Ökologischer geht's nicht. Völlig CO2-neutral mit Ökostrom. Ja, das ist super. Und das ist auf jeden Fall finanziell auch nicht zu toppen, ne? Nee. Jetzt müssen wir mal kurz von der Straße, wenn wir nicht platt gefahren werden hier. Wollen wir einfach mal reingehen? Ja, können wir machen. Mal drauf gucken? Ja, machen wir mal. Können wir machen. Jetzt stehe ich hier direkt vor der Anlage. Ihr seht hier einmal den SMA Sunny Tree Power Wechselrichter mit 10 kW Leistung und der ist natürlich verbunden mit dem Speicher. Jetzt gehe ich mal in die Hocke hier unten. Das ist der Scenic Speicher und der Scenic Speicher hier hat 10 Kilowattstunden Kapazität.
Das ist eine Zellchemie, die auf Lithium, Nickel, Kobalt, Aluminiumoxid basiert. Und Sinec gibt hier 10 Jahre Garantie auf die volle Leistung. Also es wird jetzt hier nicht von Zyklen gesprochen, wie das bei anderen Anbietern ist, sondern 10 Jahre Garantie auf die volle Leistung. Und dieser Speicher ist ersatzstromfähig. Das bedeutet, wenn man möchte, kann man als Zusatzpaket hier auch noch von Sinec Erweiterungen installieren und somit komplett unabhängig vom Netz werden. Das heißt, im Falle eines Stromausfalls wird dann das Haus, der Hausanschluss vom Netz getrennt und der Speicher kann hier Ersatzstrom liefern und das Haus sozusagen dann auch ohne den Netzanschluss mit Strom aus der eigenen Photovoltaikanlage versorgen und die Module auf dem Dach können dann auch noch ganz normal weiterarbeiten. Das ist aber eine Erweiterung, die jetzt hier nicht installiert ist. Ich möchte es aber sagen, dass das durchaus mit dem System von Sinec hier möglich ist. Den Speicher gibt es übrigens in Größen von 2,5 Kilowattstunden für Menschen, die also gar nicht mal so viel Kapazität über die Nacht oder über die dunklen Jahreszeiten brauchen, beziehungsweise da vielleicht auch ein bisschen aufs Geld achten wollen und da am Anfang noch nicht ganz so viel Geld in die Hand nehmen möchten, denn wir haben ja hier einen Speicher mit 10 Kilowattstunden, der kostet in der Anschaffung 11.000 Euro. Wenn man dann die Förderung da berücksichtigt, die hier in diesem Fall jetzt möglich war, dann liegen wir hier immer noch bei 7.000 Euro für diesen 10 Kilowattstunden Speicher. Aber bei geringeren Kapazitäten ist er natürlich auch günstiger. Der hat jetzt hier 10 Kilowattstunden, kann aber insgesamt auf 70 Kilowattstunden erweitert werden. Das bietet Sinec hier an, ist also nicht nur 10 Kilowattstunden bzw. nicht nur 2,5, sondern modular aufrüstbar auf bis zu 70 Kilowattstunden. Die genauen Daten zum Speicher zeige ich euch gleich auf jeden Fall auch nochmal auf dem Bildschirm dann mit dem Datenblatt. Das Datenblatt werde ich auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Also wenn dich das interessiert, dann schau da gerne rein. Dann siehst du nochmal alle Daten zur Be- und Entladung, zur Zellchemie, was ich schon gesagt hatte, und auch die Daten für die Anschlüsse etc. Also da gucken wir gleich nochmal ganz gezielt drauf und ich führe dich da ein bisschen durch. Und das Datenblatt, wie gesagt, zum Download unten unter dem Video. Dann möchte ich euch hier einmal das Datenblatt von Sinec zeigen. Hier oben steht es nochmal, ne? 10 Jahre Garantie auf 100% der Kapazität. Und das hatte ich ja gerade im Video schon gesagt. Dann jetzt mal zu den technischen Daten. Hier die unterschiedlichen Versionen, 2,5 bis 10 Kilowattstunden Kapazität. Wolfgang hat ja die 10 Kilowattstunden Kapazität mit den Maßen 1135 mm mal 535 mal 535 mm und das habt ihr gesehen, ist ein recht kompakter Kasten mit 149 Kilo in dem Fall. 22 Kilo je Batteriemodul. Hier jetzt ganz viel zu den Anschlussmöglichkeiten, zur Luftfeuchtigkeit etc. Also da schaut euch das gerne in Ruhe an, was ihr da braucht. Was ich nochmal ganz interessant finde, ist die Monitoring über die Sinec App oder über Amazon Echo oder Google Assistant ist hier möglich. Dann kommen wir zu den Leistungsdaten. Eingangsspannung maximal ist 750 Volt und maximale PV-Eingangsstrom ist hier 20 Ampere. Wir haben einen Wirkungsgrad von 97,4% laut Datenblatt und die Batterietechnologie ist Lithium-Ionen, Lithium-Nickel-Kobalt-Aluminium-Oxid. Da hat Sinec sich quasi für diese Zellchemie entschieden. Dann haben wir hier die Kapazität nochmal bei Wolfgang hier rechts, 10 Kilowattstunden und maximale Ladeleistung 2500 Watt, also 2,5 kW und Entladeleistung 3750 Watt, also 3,75 kW. Das ist ja ungefähr so wie bei meiner Echo 8 noch mit 3,3 kW. Ja, Zyklenanzahl 12.000 wird hier doch noch angegeben, aber hat nichts mit der Garantie zu tun. Garantie, Monitoring, Sicherheit etc. findet ihr auch alles noch. Scrollt euch hier gerne noch weiter durch. Ich gehe jetzt hier nicht weiter darauf ein. Das Datenblatt, wie gesagt, verlinke ich euch unterm Video. Ja, wurde runtergeregelt. Du hast es ja gerade schon gesagt, weil es ein Problem bei Sinec gab. Ja. Genau, das haben viele, glaube ich, von euch auch in den Medien mitbekommen. Und das war ein Riesenproblem. Da sind die Speicher von Sinec betroffen gewesen. Und da wurden dann alle Heimspeicher auf jeden Fall großflächig, ich weiß gar nicht, ob deutschlandweit, aber großflächig dann erstmal aus der Ferne abgeschaltet, um da die Sicherheit zu gewährleisten, dass das nicht noch irgendwo anders passiert und zu prüfen, woran lag das denn eigentlich. Und Wolfgang war hier auch betroffen und bekommt jetzt aufgrund dessen, dass der Speicher immer noch nicht voll in seiner Leistung be- und entladen werden kann, hier eine Entschädigung von 25 Euro pro Woche, hast du gesagt? Ja. Und ja, der Speicher funktioniert aber wieder und kann be- und entladen werden auch bis zu 100%.
kann er dann halt hier wieder normal genutzt werden. Jetzt gleich gucken wir mal auf die Zahlen, was für eine Leistung direkt vom Dach kommt. Hier vor, also wir stehen jetzt hier gerade vor dem SMA-Wechselrichter, Sunny Tree Power mit 10 kW Leistung, passt also zur Anlage. Muss übrigens, das möchte ich noch ganz kurz sagen, gar nicht 11,47 kW leisten, weil es ja eine Ost-West-Anlage ist und diese Spitzenleistung von insgesamt 11,47 kW Peak, die installiert ist, wird gar nicht erreicht in der Realität, weil ja die Sonne sich um das Haus bewegt, logischerweise. Und dann morgens die Leistung von der Ostseite kommt, abends oder nachmittags dann hauptsächlich von der Westseite, sodass 10 kW hier vollkommen ausreichen. Genau. Und Wolfgang hat jetzt hier die App schon auf, da filme ich jetzt mal direkt drauf und wir gucken mal, welche Daten wir hier gerade ablesen können. Ja, Wolfgang, magst du dazu mal erzählen, was hier dargestellt wird, weil du ja hier den Senec-Speicher hast und das ja das System von Senec ist? Und zwar sehen wir in dem oberen gelben Bereich, sehen wir die Dachmodule. Und die Dachmodule, die liefern zurzeit 1,7 Kilowatt Strom. Dabei werden zurzeit im Haus hier unten 0,3 Kilowatt verbraucht. 0,9 werden jetzt ganz dosiert aufgrund der von Nils beschriebenen Probleme in den Speicher eingespeist. Und 0,5 Kilowatt gehen ins Netz und speisen dort meine Cloud, auf die wir nachher näher auch nochmal eingehen werden. Und der Speicher hat jetzt bereits eine Kapazität von 69 oder eine Ladung von 69% erreicht und bis zum Sonnenuntergang ist der also heute garantiert auf 100% voll und somit dann eben für den Nachtgebrauch bei Sonnenuntergang also für mich und meine elektrischen Verbraucher dann abnehmbar und abrufbar. Und erfahrungsgemäß ist es so, dass ich mit der Kapazität tatsächlich auch eine ganze Nacht gut auskomme und habe sogar noch am anderen Morgen einen gewissen Restladestand, so dass ich da also ohne Probleme auch größere elektrische Geräte betreiben kann, ohne dass der Speicher an Leistung in die Knie geht. Und was immer ganz interessant ist, meine Selbstversorgung liegt eben jetzt bei 100%. Ja, das ist ein Top-Wert und das muss man erstmal hinkriegen. Das ist wirklich für Mai schon toll. Und ich selber schaffe das nicht so ganz, weil ich ja zwei Elektroautos laden muss, das oftmals auch am Abend, da auf 100% Autarkie zu kommen, das schaffe ich nicht. Aber toll, dass du das hier so umsetzen kannst. Das ist super. Ja, ich bin Gott sei Dank Pensionär und kann, ja. und kann das entsprechend timen tagsüber und kann entsprechend der Sonne mein elektrisches Verbraucherwesen steuern. Ja, 100% Autarkie, das muss man erstmal hinkriegen. Wolfgang hat es gerade schon gesagt. Das ist natürlich, hängt viel damit, wie man seinen Strom auch selber verbrauchen kann. Also das Verbrauchsprofil ist ganz entscheidend. Dann schauen wir jetzt mal ganz gezielt auf die einzelnen Monate und die Statistiken. Also Januar 2022 bei Wolfgang erzeugt 88,2 Kilowattstunden, ist relativ normal. Der Januar ist halt wirklich noch ein Monat, wo kaum Leistung vom Dach kommt. Und gespeichert wurden hier auch nur 28,8 Kilowattstunden. Man sieht hier also, der Speicher wird nicht wirklich oft be- und entladen. Verbraucht wurden im Haus 658 Kilowattstunden und bezogen aus dem Netz dementsprechend ein hoher Anteil mit 579,3 Kilowattstunden. Februar schon deutlich heller. Man sieht 240 Kilowattstunden erzeugt, nur noch 428 aus dem Netz bezogen bei 636 Kilowattstunden auch Verbrauch. Eingespeist ins Netz hier schon 26 Kilowattstunden. Dann kommen wir zum März 2022, 772 Kilowattstunden erzeugt, verbraucht insgesamt 707 Kilowattstunden, davon 324 Kilowattstunden aus dem Netz bezogen, ist also ungefähr hier schon 50% Autarkie. Gespeichert wurden hier 67,3 Kilowattstunden. Das ist auch noch nicht so viel, wenn man sich überlegt, das sind 6 Ladezyklen, ne? Also fast 7. Bei 10 Kilowattstunden. Okay, dann April, schon über 1000 Kilowattstunden Erzeugung und hier ein Verbrauch von 782, 353 wieder aus dem Netz und dann den Mai, der ist natürlich dann deutlich interessanter auch schon gewesen. Hier sehen wir den allerdings nur in der Gesamtübersicht. Wolfgang hat aber gesagt, fast ein Viertel seines Jahresverbrauchs, also auch über 1000 Kilowattstunden. Und man sieht, die Anlage funktioniert hier ganz gut, dieses Ost-West. Das ist gerade dann im Sommer auch sehr interessant.
Und vielleicht mache ich hier einfach nochmal ein Video drüber, über Wolfgangs Anlage. Alleine 2022 jetzt also schon 3465 Kilowattstunden erzeugt und verbraucht 3513, aus dem Netz bezogen 1802 und eingespeist immerhin auch schon 1746 Kilowattstunden. Das ist natürlich schon echt ganz amtlich. Du hast die Möglichkeit, weil du Pensionär bist, da den Strom ganz gezielt zu nutzen, wenn er da ist. Und wenn das so möglich ist, dann kommt man hier auf so tolle Werte und kann den eigenen Strom also 100% auch verbrauchen und ist dann in diesem Fall sogar auch 100% unabhängig vom Netz. Das ist natürlich toll, dass das im Mai schon klappt. Ich habe schon gerade auch einmal kurz erwähnt, ich habe ja selber zwei Elektroautos, die beladen werden müssen, das meistens am Abend und das ist gar nicht so leicht, weil da oftmals dann die Sonnenleistung, also beziehungsweise die Leistung aus den Modulen gar nicht mehr so da ist und ich dann aus den Speichern laden muss. Ich habe 20 Kilowattstunden, hier stehen jetzt 10 Kilowattstunden, die reichen super, um über die Nacht zu kommen. Bräuchte ich, wenn ich die Elektroautos nicht laden müsste, niemals die 10 Kilowattstunden. Ich brauche meistens nur 2,5 oder vielleicht mal 3, 4, wenn ich noch einen Trockner anhabe oder so. Aber ansonsten brauche ich das kaum. Ich nutze es halt viel für das Fahrzeug. Ja, also nur im Mai schon fast ein Viertel des eigenen Strombedarfs, des Jahresstrombedarfs von 4000 Kilowattstunden gedeckt. Da kommen wir vielleicht jetzt mal drauf zu sprechen. Wolfgang, warum hast du dich für den Scenic-Speicher entschieden und warum für die Cloud da? Weil das ist ja ein ganz zentraler Punkt hier bei deiner Anlage, der Scenic-Speicher. Der hat ja auch sicherlich ein paar Euro gekostet. Ich weiß nicht, ob du aus dem Kopf gerade weißt, was der... Ja, das kann ich aus dem Kopf sagen. Der liegt circa bei 11.000 Euro. Mhm. Wobei ich rund 4.000 Euro von der BAFA wiederbekomme als Förderung. Okay, ja. Dann sind wir noch bei 7.000 Euro. Ja. Und gebaut hat die Anlage eine Firma Energieversum, die als Partner auch die Firma Scenic hat und haben mich dann gefragt, ob ich damit einverstanden wäre und habe dann mich mal ein bisschen schlau gemacht und habe dann auch grünes Licht gegeben, dass wir entsprechend verfahren und muss im Nachhinein sagen, es war die richtige Entscheidung. Ich bin also mit der Firma sehr zufrieden. Und dann habe ich neben diesem Speicher noch eine sogenannte Cloud abgeschlossen. Und zwar ist die Cloud ein sogenannter virtueller Speicher im Stromnetz. Ja. Das heißt, den Strom, den ich jetzt ins Netz einspeise und der ja nicht unerheblich ist, haben wir eben gerade an den Statistiken gesehen. Ich sage es nochmal ganz kurz, alleine im, es ist jetzt das Jahr, im Monat Mai, waren das ja alleine schon in das Netz eingespeist 495 Kilowattstunden. Ne? Genau. Mhm. So, und ich habe bei der Firma Scenic eine Cloud angemietet über 2000 Kilowatt. Mhm. Das heißt, der elektrische Grundversorger, in meinem Fall hier EWE, der bekommt ja die Einspeisung von mir in sein Netz. Ja. Und die Firma Scenic, der habe ich eine sogenannte Abtretungserklärung erteilt. Ja. Und die Firma Scenic fordert jetzt von EWE 2000 Kilowatt Strom. Ja. Und das ist mein Strom, den ich dann zu jeder x-beliebigen Jahreszeit von Scenic beliefert bekomme. Und dafür dann nichts bezahlen musst einerseits und aber auch dann natürlich keine Einspeisungsvergütung bekommst, weil die ja sozusagen dann abgetreten wurde. Ne? Genau, das wurde abgetreten und da liege ich jetzt bei 32 Euro Grundgebühr im Monat und man kann es sich sehr schnell ausrechnen, wenn man das mit 12 multipliziert und entsprechend diese 2000 Kilowatt mit dem Kilowatt Preis pro Kilowatt vergleicht, liege ich da also wesentlich günstiger, als wenn ich den Strom in vollem Umfang vom Netzbetreiber beziehen müsste. Ja, hast du, weil du ja gesagt hast, bist auch recht zahlenaffin, merkt man ja auch, hast du ausgerechnet mal vor Speicheranschaffung, was geht dir an Einspeisevergütung verloren quasi und was kostet dann letztlich die Kilowattstunde aus dem Speicher, weil da hat ja jetzt auch nach den Abzügen der Förderung 7.000 Euro gekostet. Also was kostet so eine Kilowattstunde quasi aus dem Speicher? Das kann ich jetzt so definitiv noch nicht genau sagen, weil mir da auch noch so ein bisschen die Erfahrungsgrößen und Zahlen fehlen. Ja. Aber wir gehen also rund von 10 Jahren 100% Leistung dieses Speichers aus. Ja. Und wenn ich dann das hochrechne und ich verbrauche tatsächlich 10 Kilowatt an 365 Tagen, dann sind das 3650 Kilowatt. Ja.
mal 10, dann liege ich bei 36.000 Kilowattstunden in der Laufzeit von 10 Jahren. In der Laufzeit von 10 Jahren. Ja. Das sind 36.000 mal 35 Cent. Ja. Ungefähr. Das wäre noch eine Frage auch, die ich gehabt hätte. Was zahlst du pro Kilowattstunde, wenn du Netzbezug hast? Ungefähr 35 Cent. Ja, weil du sicherlich auch darauf achtest, dass das Ökostrom ist. Und genau. Ja, genau. Also die Grundgebühr, hat Wolfgang ja gerade gesagt, sind 32 Euro pro Monat mal 12 sind 384 Euro. Sein Jahresverbrauch beträgt ca. 4000 Kilowattstunden. Und würde er die jetzt komplett aus dem Netz beziehen für 35 Cent pro Kilowattstunde, dann kämen wir hier auf 1400 Euro, die er im Jahr zahlen müsste. Jetzt hat er eine Grundgebühr, die beträgt 384 Euro. Das ist also schon mal keine Einsparung mehr, also nehme ich das davon weg. Das heißt, er müsste rein theoretisch jetzt zahlen 1016. Und wenn ich das jetzt hochrechne auf 10 Jahre, sind das 10.160 Euro. Also so lange dauert es, bis der Speicher sich quasi fast abbezahlt hat. Wobei er hat ja noch eine Förderung bekommen, 7.000 Euro. Also nach circa 7 Jahren ist er mit dem Abbezahlen des Speichers sozusagen fertig. Die Anlage insgesamt hat aber 33.000 Euro gekostet. Also wir reden jetzt gerade nur über den Speicher, um wirklich die ganze Anlage abzuzahlen, das dauert also dementsprechend deutlich länger. Da sprechen wir von einer Amortisationszeit weit über 20 Jahre. Und trotz Speicher muss natürlich Strom aus dem Netz bezogen werden, aber den muss er ja nicht zahlen, weil er den in der Cloud quasi zur Verfügung gestellt bekommt. Was die Amortisation dieser Anlage angeht, muss man halt wirklich das Ganze nochmal sehr auf den Prüfstand stellen, kann man sehr ausführlich auch nochmal rechnen. 33.356 Euro ungefähr hat die Anlage brutto gekostet. Und das ist natürlich eine so hohe Summe eigentlich, dass man das, wenn wir das hier mit den Zahlen überschlagen, höchstwahrscheinlich diese Anlage sich nicht abzahlen wird. Und wie gesagt, es werden 10 Jahre Gesamtkapazität garantiert von der Firma. Und auf die gesamte Anlage habe ich 20 Jahre Garantie. Ja, was mich noch interessieren würde, weil das immer wieder auch in den Videos, in den Fragen auch auftaucht und ich selber merke es ja bei mir auch, ich habe ja eine andere Dachausrichtung auch, Richtung Südwest eher, ja. Aber hast du in den dunkleren Monaten jetzt schon Erfahrungswerte hier mit dem Senec-Speicher gehabt, ob der voll geworden ist? Weil mein Speicher zum Beispiel aufgrund meines Verbrauchsprofils, der wird dann gar nicht voll. Also nein, im Winter habe ich keine 10 Kilowattstunden im Speicher. Wird bei mir auch nicht voll. Ja. Weil das beeinflusst natürlich die Rechnung wieder. Wir können nicht davon ausgehen, 365 Tage. Nee, können wir nicht machen, ist klar, hast du recht. Mhm. Aber deswegen natürlich auch die Anmietung des virtuellen Speichers, nämlich der sogenannten Cloud. Ja. Weil ich dann eben bei sonnenarmen Zeiten entsprechend aus meiner Cloud den Strom nehmen kann. Ja. Und dazu muss ich sagen, Scenic weist den von mir gespeicherten Strom an jedem Endverbraucher bundesweit. Ja, also könnte ich dir jetzt sagen, Wolfgang, ich brauche noch ein bisschen Strom, würdest du mir den verkaufen? Ja. Scenic rechnet nicht mit dem Endverbraucher ab, die schicken den Strom nur hin und das Abrechnen müsste ich mit dem jeweiligen Endverbraucher machen oder ich verschenke ihn. Ja. Und was noch ein ganz großer Pluspunkt ist, Scenic stellt mir meinen eigenproduzierten Strom an 250.000 Ladestellen bundesweit für das Aufladen meines Autos. Das ist natürlich im Thema Elektromobilität wieder super interessant. Also das wäre auch für mich durchaus interessant, wenn ich unterwegs bin, dann könnte ich mir da eine Ladestation aussuchen, die mit Scenic kooperiert und dann dort den eigenen Strom, also das ist natürlich nicht der eigene Strom, aber quasi das Kontingent, was ich eingespeist habe, dort wieder Deine virtuelle beziehen. Cloud kannst du wieder beanspruchen und würdest aus deiner virtuellen Stromcloud, die ja durch den Netzbetreiber betrieben wird, könntest du dann eben deine entsprechend gespeicherte Menge entnehmen. Wobei man jetzt auch mit Zahlen noch mal ein bisschen aufwarten kann. Der normal dort sein Auto aufzuladende bezahlt zwischen 30 und 40 und im ungünstigen Fall bis zu 60 Cent pro Kilowatt. Ja. Und wenn ich meine Cloud beanspruche, gebe ich dort einen Code ein in die Ladestation und habe meinen Strom zum Nulltarif zum Betanken meines Autos. Ja. Ja, das ist ein großer Faktor, gerade wenn man unterwegs ist viel. Bei mir ist es gar nicht so häufig. Ich fahre gar nicht so viele weitere Strecken und muss unterwegs laden. Aber wenn ich dann mal unterwegs bin, dann muss ich zahlen. Und ich zahle immer so um die 48 Cent fürs Schnellladen pro Kilowattstunde. Ja, und das läppert sich dann. Ja. Ne? Ja, und was noch, wie gesagt, ein großer Vorteil ist,
Ich kann, mein Sohn baut gerade ein Haus, was ja auch sehr kostenintensiv ist. Und wenn er sagt, Papa, ich habe monatlich ein bisschen Probleme, dann kann ich sagen, komm her, dann übernehme ich deine Stromkosten. Und der kriegt aus meiner Cloud den Strom. Ja, das ist eine schöne Sache, so ein bisschen füreinander da sein quasi, ne? In dem Fall. Ja, und vielleicht sollten wir dazu noch erklärenderweise sagen, wenn Sie eine Anlage betreiben, die größer als 10 Kilowatt Peak ist, dann müssen Sie ein Unternehmen gründen. Ja, da sind wir dann wieder bei dem finanziellen, beziehungsweise beim Finanzamt. Genau, und da meine Anlage ja 11,47 Kilowatt Peak groß ist, bin ich seit letztes Jahr Oktober selbstständiger Photovoltaikunternehmer. Ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, da kann man auch nochmal stundenlang drüber sprechen, wie die Steuererklärung dann auszusehen hat. Und ja. So habe ich auch mal ein paar Videos zu gemacht. Findet man im Netz ja auch ganz viel drüber, aber das würde jetzt im Rahmen dieses Videos, glaube ich, ein bisschen sprengen. Genau, aber dazu gerade das Stichwort von Nils gefallen, Steuererklärung. Die Firma Scenic stellt mir ein fertiges Jahresprotokoll aus für das Finanzamt. Ja. Das kann ich dort unter meinen Dokumenten abrufen. Da ist genau aufgeführt, was ich explizit an den Versorger liefere, was ich verbraucht habe für den Eigenverbrauch und. Ja, ist ja wichtig, weil du ja auch den Eigenverbrauch versteuern musst. Genau, ne? Und mit den gesamten Preisen dort. Ja. Das heißt, ich sehe meinen zu versteuernden Anteil über meinen Eigenverbrauch, wie Nils gerade richtig erwähnt hat, sehe ich total ausgedruckt und brauche das nur noch ans Finanzamt weitergeben. Ja, das vereinfacht das natürlich. Das ist bei mir nicht ganz so mit den Preisen. Ich muss immer selber noch ein bisschen in Excel die Daten eintippen, aber das macht es dann natürlich. Das macht es ganz einfach. Ja. Und warum hast du dich für Scenic entschieden und nicht für, es gibt ja noch andere Anbieter, die Clouds anbieten. Ich weiß, dass Lichtblick da auch mit bestimmten Produkten aufwartet. Ich selber betreibe ja eine Anlage mit der Sonnenspeicher und der Sonnenflat. Warum hast du dich letztlich hierfür entschieden? Ja, ich habe mich dafür entschieden, weil ich ganz viel im Internet recherchiert habe und weil die Sache aus meiner elektrotechnischen Fachkraftsicht, darf ich mich glaube ich sogar so bezeichnen, einen vernünftigen Eindruck gemacht hat. Ja, und ich glaube auch, die Cloud, ich weiß es nur bei mir, aber ich bin mir relativ sicher, bei Scenic ist es auch so, dass du die Cloud ja auch nur bekommst im Zusammenhang, also mit dem Kauf des Speichers, um dann quasi einerseits dich im Sommer und in den Übergangsmonaten hier mit dem Speicher selbst zu versorgen und dann im Winter in den dunklen Monaten dann aus der Cloud sozusagen. Ja, ne? Ja, und dazu kann ich vielleicht noch kurz einknüpfen und was Nils eben gerade vorgetragen hat. Ich habe mir also mit Erstellung der Anlage ein Hybridfahrzeug gekauft und dieses Hybridfahrzeug macht so rund zwischen 50 und 60 Kilometer reinen Elektrofahrbetrieb. Und meine Kurzstrecken beziffern sich circa auf 99%. Mhm. Das heißt, ich komme fast immer mit meinem Elektromotor aus und mit der Kapazität meiner Elektrobatterie. Und ich kann Ihnen mal ganz kurz ein Beispiel nennen. Gestern Morgen musste ich nach Königsmoor ungefähr 25 Kilometer hin und zurück, 50, alles mit dem Elektromotor. Geguckt, oh, die Sonne scheint, also Autoanladung, Sonne getankt. Batterie voll und meine Tochter nach Hittfeld gefahren, hin und zurück, 40 Kilometer, auch alles wieder elektrisch. Also ohne einen einzigen Tropfen Superbenzin zu verfahren, bin ich dann gestern so zwischen gut 60 Kilometer Auto gefahren. Und Sonne getankt. Und dann kann ich noch als Wert dazufügen, ich habe das Auto am exakt 16. April 2021 gekauft und habe im ersten Jahr 13.300 Kilometer gefahren. Und mein Gesamtbenzinverbrauch bei diesen 13.300 Kilometer waren 80 Liter. Ja, das ist natürlich Wahnsinn. 80 Liter, das ist eine Tankfüllung quasi, ne? Oder? Nee, das ist meiner, der hat nicht ganz so einen großen Tank, aber da gehen glaube ich 45 rein. Aber ja, sind zwei Tankfüllungen. Ja, toll. Also das muss man erstmal hinkriegen und das ist natürlich bei meinem Fahrverhalten, ich fahre 30.000 Kilometer ungefähr im Jahr, nicht ganz so machbar, aber super. Und den hast du ja auch nicht gekauft, weil du die Photovoltaikanlage installiert hast, sondern du hast mir schon erzählt, dein Alter, der war 21 Jahre alt. Genau. Und musste weil er sehr reparaturanfällig war, ausgetauscht werden. Und deshalb hast du dich für den Hybrid entschieden. War anscheinend eine gute Entscheidung. Aber auch im geistigen Zusammenhang mit Erstellung der Photovoltaikanlage. Ja, ja. Und ich muss dazu ergänzend nochmal sagen, Nils hat ja zwei reine Elektroautos. Das wäre für mich nicht ganz so praktikabel, weil ich ganz viel Holz selber werbe im Wald. Und fahre im Anhängebetrieb und habe selten nicht mehr als eine Tonne dort hinterhängen. Und da wäre ein reiner Elektromotor tatsächlich überlastet. Ja. Kann ich sogar eigene Berichte machen. Also, wenn meine Batterie voll ist, ich fahre im Wald, mache den Anhänger voll,
fahre nach Hause, das geht alles noch wunderbar elektrisch und dann kommt eine Anhöhe, die ich fahren muss und dann ist es vorbei mit den Elektromotoren. Ja. Dann schaltet der Hybrid automatisch auf Benzin, weil die Last zu hoch ist. Weil die Last zu hoch ist und dann zieht der mich aber ohne Probleme mit seinen 225 PS dort den Berg hoch. Ja. Ja, ja, aber es ist eine super Kombination und du kannst trotzdem ja ganz viel elektrisch fahren. Du hast gesagt, 99% deiner Strecken machst du elektrisch. Ja. Das ist doch eine tolle Sache. Da wird dann, finde ich, das ganze Konzept aus Photovoltaikanlage und Elektromobilität rund. Ne? Ja, das war das Video jetzt hier mit Wolfgang. Unser Gespräch habt ihr mitbekommen und ich hoffe, das hat ein bisschen gezeigt, was alles möglich ist, warum Wolfgang sich hier für dieses System entschieden hat, warum der Cinex-Speicher etc. Also wenn dich solche Themen auch in Zukunft interessieren, dann lass mir gerne ein Abo hier und einen Daumen, wenn dir das Video gefallen hat. Ich freue mich übrigens tierisch über den Austausch mit dir. Schreib mir also gerne in die Kommentare, wie dir das Video gefallen hat. Ob du Kritik hast, noch Fragen offen sind, dann einfach rein damit. Dann antworte ich zeitnah. Ich freue mich auf den Austausch. Bis bald. Tschüss.